Aussehen der mal, how easy it is to impose order on their behavior. Also ich sehe jetzt mal, wie der Kassenkrieg auf euer Verhalten in Ordnung zu bringen. So those of you that are attached to me, will you say shh, please? Also derjenige von oben. Thank you. There, that's the illustration. Das ist so geht's. Thank you. I'm going to go over briefly how a child is meant to attach to those responsible, how the capacity for a relationship is meant to develop. Ich werde ganz kurz jetzt darstellen, wie ein Kind von Natur aus eigentlich angelegt ist, dass sich die Beziehung und die Bindung entwickeln soll. It takes time for this to happen, but it's the most significant time for this is in the first 6 years of life. Es braucht Zeit, damit sich das entwickeln kann, und die wichtigste Zeit dafür ist in den ersten 6 Lebensjahren. And this prepares the stage for the rest of childhood. Und das bereitet dann den Boden für den Rest der Kindheit. I'm using the plant analogy, and here we see the fruit of attachment on top of the soil. That's what we're conscious of, that's what we see, that's what we look at. Ich bringe die Pflanze als Analogie, als Vergleich, und da ist die Früchte der Bindung, ist das, was wir oberhalb der Erde sehen, worüber wir uns bewusst sind, was wir wahrnehmen. But like plants, what is out of view, what we don't see, is actually the most important part. Aber wie bei der Pflanze, das, was unter der Erdoberfläche ist, was wir nicht sehen, das ist der wichtigste Teil. Now, when a child is born, even before they're born, all the instincts are to keep close through being able to be with. Wenn ein Kind zur Welt kommt und auch vorher, ist sein ganzer Instinkt daraus gerichtet, bei uns zu sein. There are many instincts to preserve contact and closeness through the senses. Da gibt es viele Instinkte, die es hat, um Kontakt und Nähe über die Sinne zu bewahren. For a child to survive, they must be able to preserve closeness to us. So they seek to be in touch, in smell, in hearing, and in sight. Ein Kind ist lebensnotwendig darauf angewiesen, mit uns in Kontakt zu sein. Das heißt, es will uns hören, riechen, fühlen, schmecken. And this is absolutely foundational. This is their preeminent need. Und das ist absolut grundlegend, ein Grundbedürfnis. There is no actual desire to be good in this as yet, because that would never be considered necessary for the infant. In diesem Alter beim Neugeborenen gibt es überhaupt noch keinen Wunsch, es uns recht zu machen, denn das ist einfach nicht nötig. What is necessary for the infant is that contact and closeness, to preserve the proximity with the parent, because their survival depends upon it. Der Säugling muss einfach nur Kontakt und Nähe bewahren, denn nur so kann er überleben. Even in the second year of life, as we see, it's not directly about a child doing our bidding, but we begin to see that nature is unfolding its plan for good behavior. Also auch im ersten Leben, im zweiten Lebensjahr geht es nicht darum, dass das Kind tut, was wir wollen, sondern dass sich der Plan der Natur entfaltet. As a child begins to walk on its own two feet, to toddle, as we call them, then nature has to find another way of being able to keep the child close. Und wenn das Kind dann anfängt zu laufen, dann muss die Natur einen anderen Weg finden, wie es die Nähe zwischen Eltern und Kind bewahren kann. Just an interlude here. Dagmar, I notice a lot of people are taking notes, and maybe this would be a good time okay, to make an yeah. announcement. Also, viele von Ihnen machen Notizen, und es gibt die Möglichkeit, draußen am Bücherstand sich in eine E-Mail-Liste einzutragen, und dann kriegen Sie alle diese Abbildungen hier als PDF zugesandt. Dann können Sie jetzt viel Tinte sparen. Vielen Dank. You're welcome. Now the child wants to stay close through being like, through being the same as, through taking on the same form. Jetzt will das Kind die Nähe bewahren, indem es so ist wie wir, dasselbe tut wie wir, sich genauso verhält wie wir. So the toddler begins to walk like, to talk like, to dress like,
those to whom they are attached. Also dieses kleine Kind in diesem Alter beginnt eben so zu gehen, so zu sprechen, sich so zu kleiden wie diejenigen, an die es gebunden ist. And that's how nature planned to make little Swiss people. Und das ist wirklich wichtig, wenn wir die Schweizer Leute anschauen. And this is amazing. It's absolutely amazing. This is how nature stamps the form of culture among little ones. Und es ist unglaublich, denn so bewahrt die Natur die Weitergabe der Kultur an die Kleinen. But that's why children must be attached to the adults responsible for them. Because if they attach to their peers, to those that are equal to them, they begin talking like them, acting like them, walking like them, and dressing like them. Und deswegen ist es so wichtig, dass die kleinen Kinder an ihre Erwachsenen, an die, die für sie verantwortlich sind, gebunden sind. Denn wenn sie stattdessen an ihre Gleichaltrigen gebunden sind, dann reden, gehen und kleiden und handeln sie so wie die anderen kleinen Kinder. And I don't believe here in Switzerland that you've lost your children as much as in the United States they have lost theirs. And in the United Kingdom they have lost theirs. And in Australia they have lost theirs. And the children are beginning to look to act more like each other than the adults responsible for them. Und ich glaube, Sie hier in der Schweiz haben Ihre Kinder noch nicht in dem Ausmaß verloren wie in den Vereinigten Staaten oder in England oder in Australien, wo die Kinder eben von Anfang an sich untereinander nachahmen. So this is nature's plan, that children should have a natural predisposition, a natural inclination, a natural desire to be like the adults who are responsible for them. Also das ist praktisch der Plan der Natur, dass die Kinder diesen natürlichen Instinkt haben, so gleich zu sein wie die Erwachsenen, die für sie verantwortlich sind. And if there are problems in this, there are all kinds of problems in behavior. Und wenn das nicht stimmt, dann gibt es alle möglichen Verhaltensprobleme. And when you are working in residential programs with delinquents, most of them are very strongly peer attached. So they are talking like each other, behaving like each other, using the values of each other, and that is why they are so difficult to manage. Und wenn man dann Programme anschaut mit jugendlichen Straftätern und so weiter, dann wird man feststellen, dass die praktisch alle ganz stark an ihre Gleichaltrigen gebunden sind, sich untereinander angleichen und deswegen ist es schier unmöglich, ihr Verhalten zu beeinflussen. And so our assumption is that they have all of these behavior problems, but in reality it is a relationship problem. Also wir gehen dann davon aus, sie haben diese Verhaltensprobleme, aber in Wirklichkeit handelt es sich um ein Beziehungsproblem. In fact, after 40 years of consulting with parents over very difficult children and with teachers and with other clinicians, I'm convinced that over 80% of all behavioral problems are rooted in relationship problems. Also nach über 40 Jahren Praxis in der Elternberatung und Lehrerberatung und andere Therapeuten zu beraten, bin ich davon überzeugt, dass über 80% aller Verhaltensprobleme eigentlich Beziehungsprobleme sind. Now, if everything goes well here, a third attachment mode opens up, and a child will look to be sees closeness as being on or as being part of another or part of a group. Wenn alles gut läuft, dann tut sich dann im dritten Lebensjahr eine weitere Wurzel auf und da geht es darum, dazuzugehören. And this is what we call the belonging, the instinct to belong. Also der Instinkt der Zugehörigkeit. Now children have already become peer attached. They think they belong with those of the same age. Und Kinder, die an ihre Gleichaltrigen gebunden sind, denken dann, sie gehören zu denen, die so alt sind wie sie. And if their instincts are to belong with each other, their instincts are also to be loyal to each other. This is the way a prison works. They're all seeing that they take each other's side, to be on the same side, to protect and defend, to keep out of trouble. Und das ist dann auch der Punkt, wenn sie auf diese Weise gebunden sind an ihre Gleichaltrigen, dann haben sie eben diese große Loyalität. Und das ist das Typische im Gefängnis, dass die alle zueinander halten und zusammenhalten gegen die Erwachsenen. But if the attachment is right, if they're attaching to their parents and their grandparents and to those who are taking care of them, children begin to have in the third year of life this deep instinct to agree with, to take the same side as, to serve and obey
those to whom they are attached. Aber wenn alles gut läuft und sie an ihre Eltern und Großeltern gebunden sind, dann haben Kinder in diesem Alter im dritten Lebensjahr eben diesen tiefen Instinkt zu dienen, mitzuhelfen und zu gehorchen. This instinct is not there in the first two stages to serve and obey. That's why we call it the terrible twos. Dieser Instinkt ist in den ersten beiden Bindungsstufen noch nicht da, dieser Instinkt zu dienen und zu gehorchen. Deswegen redet man im Englischen von den schrecklichen Zweijährigen, den terrible twos. The baby and the toddler just want to be with you and be like you. Das Baby und das Kleinkind wollen einfach nur bei uns und so sein wie wir. You say, don't touch this, don't do this, and they look at you as if, what has that got to do with anything? Wir sagen, fass das nicht an, mach das nicht, und sie gucken uns an und sagen, was hat das damit zu tun? Because there are no instincts to obey, and today's parents think that they've got to get this young child starting to have good behavior instead of waiting for nature to unfold its wonderful plan. Denn sie haben in dem Alter einfach diesen Instinkt des Gehorchens noch nicht, und wir als Eltern denken dann, wir müssen diese ganz kleinen Kinder schon dazu bringen zu gehorchen, anstatt auf den Plan der Natur zu vertrauen, dass sich das entfaltet. For infants and toddlers, we were meant to design their environment around things that wouldn't get them into trouble. Bei Kleinkindern und also Säuglingen ist es eigentlich unsere Verantwortung, die Umgebung so zu gestalten, dass sie nicht in Probleme geraten. Once we get to this age and the instincts are to serve and obey, the child naturally will want to do your will, take your side, to be loyal to you. Und wenn wir dann auf diese dritte Stufe kommen und das Kind dienen und gehorchen will als Instinkt, dann wird es automatisch unseren Willen tun wollen. By the time a child is in his fourth year, he has another way of wanting to be close. Wenn das Kind in seinem vierten Lebensjahr steht, entwickelt sich dann, wenn alles gut läuft, noch ein weiterer Weg, uns nahe zu halten. It occurs to the child that mommy and daddy hold close rather, that which they hold dear, and so the answer to be able to be close is to matter, to be significant, to be dear to my parents. Das Kind hat dann in dem Alter den Eindruck, die Eltern halten das in ihrer Nähe, was ihnen, wofür sie sehr viel Wertschätzung haben, und deswegen wollen Kinder in diesem Alter unsere Wertschätzung. And deep within this instinct is a desire to measure up to your parents' expectations. Und darin eingebettet ist dieser tiefe Instinkt, unseren Erwartungen als Eltern zu entsprechen. Now the child is looking for what mommy and daddy wants, what mommy and daddy expect. And there is a natural desire to hold the relationship close by measuring up to those expectations. Das Kind fängt jetzt an, darauf zu achten, was die Eltern von ihm erwarten, was sie sich wünschen, und versucht, dem zu entsprechen. Now we don't need to rub a child's nose into this. This is just absolutely natural. Wir müssen ein Kind darauf nicht aufmerksam machen, das ist unbewusst. In the fifth year of life, if everything unfolds properly and a child can withstand the vulnerability. Im fünften Lebensjahr, wenn sich alles natürlich entfaltet und das Kind weiter verletzlich ist in Kontakt mit seinen Gefühlen. The emotional brain, the limbic system, takes another step forward. It opens up all the stops. And the child gives his heart to whomever he is attached to. Dann schaltet etwas im emotionalen Gehirn, im limbischen System um. Das Gehirn gibt dann alle, sozusagen öffnet alle Schleusen, und das Kind schenkt dann denjenigen, an die es gebunden ist, sein Herz. The child now begins to say, I love you in the most deep, heartfelt way. Das Kind sagt dann, ich liebe dich oder ich habe dich lieb, in einer wirklichen, empfundenen, tiefgefühlten Weise. The child starts drawing hearts on his cards and in his artwork. Es fängt an, in seinen Bildern Herzen zu malen. And sometimes children out of this place will want to marry you and stay with you forever and ever. Und manchmal wollen sie uns dann heiraten und immer mit uns zusammenbleiben. And out comes this wonderful desire to preserve this emotional intimacy, this emotional closeness. Und daraus erwächst dieser wunderbare Wunsch, diese Gefühlsnähe und Vertrautheit zu And they wouldn't machen. Think of doing anything willfully that would spoil this. Und sie würden nie dann absichtlich etwas tun wollen, was das verderben könnte. Often I've had parents come to me again with problems. How do I get my child to stop taking drugs, to be well behaved? How do I get them to do well in school? And I ask them, do you have your child's heart?
Oft kommen Eltern zu mir, die fragen dann, wie kriege ich mein Kind dann, dass es keine Drogen mehr nimmt, dass es sich gut benimmt, dass es in der Schule besser funktioniert. Und dann frage ich sie, haben sie das Herz ihres Kindes? Do you feel within your child that desire to matter to you, to be important to you, to be special, to be significant? Do you feel that that movement in a child? Fühlen Sie, dass Ihr Kind den Herzenswunsch hat, mit Ihnen zusammen zu sein, wichtig für Sie zu sein, Ihre Liebe zu haben? We were never meant to deal with children, at least past the age of 5 years of age, whose hearts we did not have, to deal with grandchildren whose hearts we do not have. Wir waren einfach, es war nie vorgesehen, dass wir mit Kindern umzugehen haben, wenn sie jetzt 5 Jahre alt sind, die uns noch nicht ihr Herz geschenkt haben. Und auch als Großeltern brauchen wir die Herzen unserer Enkelkinder. And if we don't have their hearts, their minds are closed off to us. Und wenn wir ihre Herzen nicht haben, dann haben wir auch keinen Zugang zu ihrem Bewusstsein. And as we'll look at this afternoon, the issue of discipline is not imposing order on their behavior, but the deepest discipline is to pose order on their mind, to how they think. And what they value. Und wie wir nachmittags noch sehen werden, eigentlich geht es bei Disziplin nicht darum, Ordnung in ihr Verhalten zu bringen, sondern Ordnung in ihrem Bewusstsein herzustellen. And if we don't have their hearts, we won't have access to their minds. Und wenn wir ihr Herz nicht haben, haben wir keinen Zugang zu ihrem Bewusstsein. And this is true in teaching as well. And for those of you that are in residence programs, If you can't capture the hearts, if you can't win the hearts of your students, this is the secret of the master teacher. If you can win those hearts, you have access to their minds, and you can change the way they think and the goals and their values. Das gilt auch für Lehrer und diejenigen, die mit schwierigen Jugendlichen und Kindern zu tun haben. Und das ist auch das Geheimnis aller meisterhaften Lehrer. Wenn wir das Herz der Kinder haben, dann haben wir auch Zugang zu ihrem Bewusstsein. But this is all a matter of relationship, not a matter of behavior management. There's not a tool of discipline that you can use that can cultivate this kind of relationship. Aber bei all diesen Dingen geht es um Beziehung und nicht um Verhaltensmanagement. Es gibt keine einzige Verhaltensmethode, die wir benutzen können, um das entstehen zu lassen. If this is there, you have the most fundamental context in which the rest will unfold. Wenn wir dies haben, dann haben wir den grundlegenden Kontext und der Rest entfaltet sich dann. Now at this age, even when a child has given you his heart at 5 years of age, and let's say, I love you, mommy, I love you, daddy, and the hearts are all there, he still lives by the rule that whatever mommy and daddy don't know won't hurt me. Wenn ein Kind also mit 5 Jahren Mama und Papa sein Herz geschenkt hat und sagt, dass ich liebe euch und Herzchen malt und so weiter, hat es trotzdem deswegen immer noch die Regel für sich, was sie nicht wissen, das macht sie auch nicht ärgerlich. So at this age and at this stage of development, even Swiss children are sneaky. Also in dieser Entwicklungsstufe sind selbst Schweizer Kinder ein bisschen hinterlistig. Because nature hasn't finished. Denn die Natur ist noch nicht fertig mit ihnen. The last part, if a child does give you his heart and everything unfolds, and then when he gets to the final stage of the capacity for relationship, he will want to tell you all that is within his heart. Denn wenn jetzt noch der nächste Schritt geschieht und das Kind uns sein Herz gegeben hat und dann noch ein weiterer Schritt kommt, dann kommt das Kind dahin, dass es uns alles mitteilen will, was es in seinem Herzen trägt. He won't want to have anything in between. He will want to be able to be seen and heard from the inside. He won't want to have any secrets that would divide. Es will dann wirklich, dass wir es von innen heraus verstehen. Es will wirklich gesehen und gehört werden. Und es möchte keine trennenden Geheimnisse für uns haben. This is an amazing gift to parents. It doesn't mean that your children become angels. What it means is you get to know at least the devil in them, and that makes it a whole lot easier when you understand what's going on in them, especially in adolescence. Und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk an uns Eltern, denn es bedeutet nicht, dass Kinder dann zu Engeln werden, aber es bedeutet, dass wir über den kleinen Teufel in ihnen erfahren. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich erfahren, was in ihnen vorgeht. Und das wird besonders wichtig, wenn sie dann Jugendliche werden. When our third daughter Bria was 13, 14 years of age, she used to tell us her stories at the end of the evening, sitting at the end of her bed. Als unsere dritte Tochter Bria 13, 14 Jahre alt war, hat sie immer abends bei uns auf der Bettkante gesessen und uns ihren Tag erzählt. And on this one occasion, she said to us, I don't understand why I seem to have to tell you everything in my heart.
Why do I tell you my secrets? My friends don't tell their parents their secrets. They think there's something wrong with me. Why do I do this? Und sie hat dann einmal gesagt, ich verstehe gar nicht, warum ich euch immer alle meine Geheimnisse erzähle. Meine Freundinnen tun das auch nicht und die denken, mit mir stimmt was nicht, weil ich das mache. And Bria looked at me and she said to me, Dad, is this because you're a psychologist or something? Und sagte sie, Papa, liegt das daran, dass du Psychologe bist oder so? I said, no, that has nothing to do with it. In fact, why don't you just think about that for a moment? Why do you feel you need to share that which is within your heart with us? Und dann habe ich ihr gesagt, nee, damit hat das gar nichts zu tun. Denk mal einen Moment drüber nach. Warum hast du dieses Bedürfnis, das, was in deinem Herzen ist, mit uns zu teilen? And it didn't take her long at all. And she thought and she said, oh, because I wouldn't feel close to you if you didn't know me. Das hat sie ja gar nicht lange gebraucht. Sie hat dann gesagt, ah, weil ich mich euch nicht nahe fühlen würde, wenn ihr das nicht wissen würdet. That's precisely what it is. That sense of psychological intimacy, the deepest closeness of all. But what this means is we get to know and sense a child from inside out. And it's much easier to be able to manage a child, to help a child, to assist a child when you get them from inside out. Also wenn ihr mich nicht kennen würdet. Und das ist das größte Geheimnis und ganz, ganz wichtig, denn es ist viel, viel leichter, ein Kind zu unterstützen in seiner Entwicklung, wenn wir es von innen heraus kennen. So again, the point here is that nature has a plan. Also die Natur hat einen Plan. And if we are patient and we make it easy for the child to fall into attachment with us, und wenn wir genügend Geduld haben und es dem Kind leicht machen, sich in diese Bindung mit uns zu begeben, there is a natural and spontaneous desire to be good for us. Dann hat das Kind einen natürlichen und spontanen Wunsch, es uns recht zu machen. Now that may not be enough to compensate for their immaturity. They are children after all. Also das wird nicht ausreichen, um ihre Unreife, die ja auch da ist, auszugleichen. Sie sind einfach eben Kinder. But again, we have the most powerful motivation. It's not our desire for the child to be good. It's their desire to be good for us. Aber wir haben schon mal das Wichtigste. Wir haben ihre Motivation. Es ist nicht unser Wunsch, dass sie es uns recht machen, sondern sie selbst haben diesen Wunsch. So I go over here two slides that just show all the roots of the instinct to be bad, the instinct to be good, and its opposite, the instinct to be bad. Also ich zeige jetzt hier in dieser Tabelle alle Instinkte. Brav zu sein und böse zu sein. First of all, the child has a natural desire to look up to and defer to, instead of to look down upon and to resist. Also es gibt diesen natürlichen Instinkt der Unterordnung, des Aufschauens. Secondly, the child has a natural desire, the highest priority on attention is to attend to those who are attached to. And so the child is more inclined, when attached, to attend and listen to, rather than to ignore and disregard. Es gibt den starken Instinkt, denen zuzuhören und auf die zu achten, an die man gebunden ist. The child has a natural instinct to take the cues from, about what is good, what is right, what should I do, what should I wear. Der natürliche Instinkt, sich an uns zu orientieren. The child has a natural instinct to take on the same form as, to model after, to emulate, imitate, for better or for worse. Also nachzuahmen, im Guten wie im Schlechten, diejenigen, an die es gebunden ist. The child has a natural inclination to avoid doing anything that would break the connection. Also sie wollen nicht irgendetwas tun, was die Verbindung unterbrechen könnte, wenn sie an uns gebunden sind. The child has a natural instinct to take your side, to serve and obey, to agree with you. Also es will uns, es hat den natürlichen Instinkt, uns zu dienen und zu gehorchen, uns zuzustimmen. A child has a natural desire to find favor with, rather than to annoy and irritate. Es soll uns gefallen und uns nicht nerven, wenn die Bindung stimmt. To measure up to, instead of to foil the expectations of. Es soll unseren Erwartungen entsprechen. To make things work for, instead of spoil things for. Es soll hilfreich sein und nicht alles verderben. To avoid secrets, rather than to be sneaky or to create secrets about. Also es vermeidet Geheimnisse, anstatt welche zu erfinden oder hinterlistig zu sein. This comes from deep within the child. It needn't be drawn attention to. This is where our true natural authority lies. Das kommt ganz tief aus dem Herzen des Kindes und wir müssen da überhaupt keine Aufmerksamkeit, kein Bewusstsein drauf lenken. Aber das ist der Punkt, von dem unsere eigentliche echte Autorität als Eltern kommt. It's like having a car with a huge engine and all kinds of bells and whistles.
but the person has never occurred to them to turn the ignition on. Also, das ist wie wenn man eine Maschine hat und man fummelt an allen möglichen Sachen rum, anstatt einfach mal die Zündung zu betätigen. Things go much easier when you have the power to be able to actually drive the car and for everything to work. Und wenn man das tut, dann funktioniert alles viel einfacher. Parents and teachers are trying to do the most impossible thing these days without any natural power to be able to work with. Und Eltern und Lehrer versuchen heute wirklich das Unmögliche zu tun, ihre Kinder zu erziehen, ohne diese natürliche Macht zu haben. This wasn't part of nature's plan. Nature's plan always was that children would be attached to us deep enough for us to be able to have the natural power and authority to do what we needed to do. Und das liegt überhaupt nicht im Plan der Natur. Der Plan der Natur sieht so aus, dass die Kinder immer genügend Bindung, tief genug Bindung an uns haben, um von sich aus das tun zu wollen, was wir wollen. And children who don't have this are a nightmare to manage. Und Kinder, die das nicht haben, die nicht an diesem Punkt sind, sind ein Albtraum zu erziehen. And that's why there's all the literature on looking for tricks to be able to get children to und deswegen gibt es so viele Bücher darüber, welche Tricks man anwenden kann, damit die Kinder ihr Verhalten angemessen machen. Now that's only one of the six traits. Let me go on, and that will be the one we'll spend the longest time. But let me go on now to reveal the other traits to you. Also das sind nur die, ist nur die erste Eigenschaft gewesen, und wir werden jetzt etwas schneller durch die anderen gehen. A large part of the brain, the nervous system, our physiology, and even our endocrine system is arranged into an alarm system. Ein sehr großer Teil unseres Gehirns ist damit befasst, ein Alarmsystem zu betreiben. And this human alarm system is meant to sense trouble, meant to sense when there is danger, especially when they're facing separation from those attached to. Und dieses Alarmsystem ist dazu da, dass das Kind Probleme kommen sieht, speziell wenn es sich um Trennung handelt, in Trennung droht zu denen, an die es gebunden ist. Now this alarm system, the primary issue of this alarm system is to keep them out of trouble. Das, die Hauptfunktion des Alarmsystems ist natürlich, unsere Kinder vor Problemen zu bewahren. To keep them out of harm's way. Und vor Schaden. It is to make them careful, considerate, concerned and cautious. So dass sie vorsichtig sind, rücksichtsvoll, aufmerksam. Now if you had a five-year-old who was careful, concerned, considerate, cautious, what more would you need? Also, wenn wir ein Vierjähriges haben, was also, we need to get that? Just acoustically. Oh, careful? Yeah, careful. You've got all the C's, but they're not in German, yes. What else would you need? Ah, okay. Das war das, was mir fehlte. Also wir brauchen, was würde, wenn unsere Vierjährigen all diese Eigenschaften hätten, sorgfältig und vorsichtig zu sein, dann bräuchten wir ja sonst nichts anderes. Nature is tremendously committed to keeping our child out of trouble. Und die Natur macht alles Mögliche in unglaublicher Weise, um Kinder vor Problemen zu bewahren. And so there's a whole alarm system that is meant to serve this process. Und es gibt eben ein ganzes Alarmsystem, das nur dafür da ist, diese Funktion zu erfüllen. The problem with this alarm system is it's very, very fragile. Das Problem mit diesem Alarmsystem ist, dass es sehr zerbrechlich ist und anfällig. Alarming feelings are very vulnerable feelings, and a child can easily become defended against these. Alarmgefühle sind sehr verletzliche Gefühle, und das Kind kann leicht an einen Punkt kommen, wo es sich dagegen panzert. So if you have a very intense child, a very sensitive child, the alarm is almost unbearable. Also wenn unser Kind sehr sensibel ist, sehr intensive Gefühle hat, dann ist dieser Alarm fast unerträglich. And the way the brain works is whenever we're alarmed, I might get into trouble. I might, you know, I may not be able to avoid separation. There are immediate defensive signals that start coming down to defend the child against alarm that's unbearable. Und wenn der Alarm zu hoch wird, zu groß wird und das Kind das Gefühl hat, oh Gott, da kommt eine Trennung auf mich zu, die ich nicht vermeiden kann, dann ist das Gehirn so strukturiert, dass es dann eine Panzerung hochfährt, um das Kind vor diesem Unerträglichen zu schützen. So again to review, this natural alarm system is key to keeping a child out of harm's way and to staying out of trouble. Also nochmal zusammengefasst, das Alarmsystem ist eigentlich dazu da, das Kind vor Ärger und Schaden zu bewahren. We naturally activate this alarm by raising our voice with children.
You know, Nicholas, watch out, you're heading for trouble, be careful. Und wir aktivieren das Alarmsystem unserer Kinder instinktiv, indem wir unsere Stimme erheben und sagen, pass auf und so weiter. And we'll talk about more this afternoon, how that is absolutely natural for us to try to activate the alarm system. Und wir werden heute Nachmittag noch mehr darüber sprechen, wie ganz natürlich das für uns ist, dass wir versuchen, das Alarmsystem unserer Kinder zu aktivieren. And again, children with a good working alarm system will tend to be careful, conscious, cautious, concerned and conscientious. These will be natural traits that they will have. Und Kinder, deren Alarmsystem gut funktioniert, sind eben vorsichtig, besorgt und gewissenhaft. I had a very good working alarm system. And so I was over conscientious, over careful, over cautious. Ich hatte ein sehr, sehr gut funktionierendes Alarmsystem. Ich war übergewissenhaft und übervorsichtig. But it kept me out of trouble. I could keep out of the bully's way. I could anticipate where trouble was coming, what would push the teacher's buttons. Aber das hat mich vor ganz viel Ärger bewahrt, denn ich konnte den Schulhoftyrannen ausweichen. Ich konnte spüren, wo die Knöpfe des Lehrers gedrückt werden sollen. But I was the only boy in my classes in elementary school who actually had a working alarm system. Aber ich war in meiner Grundschulzeit der einzige Junge, der ein funktionierendes Alarmsystem hatte. All the other boys, their alarm system had become dysfunctional and they were not able to stay out of harm's way. Bei allen anderen Jungs funktionierte das Alarmsystem nicht mehr und sie waren nicht in der Lage, dem Ärger auszuweichen. So I was in this way a very good boy, even in university. I remember my first year of residence university, and we had two Gordons in the freshman class, and they were simply called the good Gordon and the bad Gordon. Und das war also wirklich, deswegen war ich dann eben sehr brav. Und selbst in der Universität hatten wir in den ersten Semestern eben zwei Gordons, und der eine hieß der gute Gordon und der andere der böse Gordon, oder der brave und der böse. And the bad Gordon was what we would clinically diagnose as a psychopath. Und der böse Gordon war ein Psychopath. But after working with thousands of these adolescents, I knew that his alarm system was dysfunctional. When they take pictures of the alarm system of these delinquents, all of the alarm system is not even operating. When they should be scared, it's not even showing up in the brain. Heute, nachdem ich mit Tausenden von verhaltensgestörten Jugendlichen gearbeitet habe, weiß ich, dass bei diesen bösen Gordon einfach das Alarmsystem außer Funktion war. Und man kann das sogar bei Straftätern sehen im Gehirn und messen, dass das, was sie alarmieren sollte, bei ihnen im Gehirn, hier im präfrontalen Hirnrinde, überhaupt keine Reaktion auslöst. And at this level of defendedness, the alarm system actually becomes perverted. And a growing number of children are actually get excited when doing alarming things. Und wenn diese Panzerung ganz stark ist, dann kann sich das Alarmsystem sogar umkehren und immer mehr Kinder heute und Jugendliche finden es toll, wenn sie alarmierende Dinge tun. This has led to an absolute epidemic of extreme sports and of youth cutting themselves and burning themselves, doing things that are highly alarming, but it gives them an adrenaline rush. Und das hat dazu geführt, dass diese ganzen Extremsportarten Mode geworden sind und es ganz, ganz viele Jugendliche gibt, die sich selber ritzen oder verbrennen und andere Sachen tun, die hoch alarmierend sind, weil ihnen das einen Adrenalinstoß gibt. And a growing number of 3- and 4-year-olds today are so defended against alarm, they can no longer say, I'm scared, I'm nervous, I'm frightened. And every 3- and 4-year-old should be able to say that. Und es gibt heute eine immer größere Anzahl von 3-, 4-Jährigen, deren Alarmsystem bereits so gepanzert ist, dass sie nicht mehr sagen können, ich fürchte mich, ich habe Angst, und dazu sollte jedes 3-, 4-Jährige eigentlich in der Lage sein. In other words, these aren't bad children per se. These are not children who have not been disciplined. These are children whose alarm system is no longer working. Also, das sind keine bösen Kinder in dem Sinne, sondern das sind Kinder, die so Disziplinierung erfahren haben, dass ihr Alarmsystem nicht mehr richtig funktioniert. So very simply, the alarm system becomes crippled by defenses against felt vulnerability by numbing out these very vulnerable feelings of alarm. Also das Alarmsystem wird behindert dadurch, dass eben diese verletzlichen Angstgefühle ausgeblendet werden oder durch eine Panzerung. And it also numbs out or tunes out the perceptions of what's wrong, so that these children can't stay out of trouble, can't move out of harm's way.
Und was auch ausgeblendet sind, ist außer den Gefühlen auch die Wahrnehmungen von dem, was nicht gut läuft, sodass die Kinder drohende Gefahr nicht kommen sehen können. And as I said, if a child is significantly defended, we're able to take pictures of the brains of these children. If the alarm system is not operational at this level, they actually get a kick out of it. They actually get an adrenaline rush from doing things that they would normally be alarmed about. Und wie ich schon gesagt habe, wenn sie noch stärker gepanzert sind, dann sind nicht nur die Gefühle betäubt und die Wahrnehmung ausgeblendet, sondern sie suchen die Gefahr und genießen diesen Adrenalinrausch. These children are self-predisposed to select horror movies to watch. To ride on roller coasters, because that's an alarming activity, and to do things that others would avoid because they get into trouble. Und diese Kinder gucken dann freiwillig Horrorvideos an und fahren den ganzen Tag Achterbahn und machen andere Sachen, die eigentlich hochalarmierend sind. Again, these children are a nightmare to manage. Und diese Kinder sind ein Albtraum, wenn man. And the problem is when they're not moved to caution. Again, we invent all kinds of tricks to be able to keep these children in line. Und das Problem ist, wenn wir sie nicht darüber erreichen können, dass wir sie zur Vorsicht bewegen, dann erfinden wir alle möglichen Tricks, um sie irgendwie wieder auf die Reihe zu kriegen. Again, this results, a good alarm system results from having a soft heart. By soft heart, I mean capable of feeling all your emotions. Also ein funktionierendes Alarmsystem erfordert ein weiches Herz. Und mit weichem Herz meine ich, dass das Kind in der Lage sein muss, alle seine Gefühle zu fühlen. When a child can feel their tender emotions of sadness, their tender emotions of curiosity, their tender emotions of missing. A child can also feel the tender emotions of alarm, and then they become spontaneously cautious, careful, considerate, and concerned. Also wenn ein Kind in der Lage ist, Vorsicht zu spüren und die verletzlichen Gefühle jemanden zu vermissen und diese zarten Gefühle, dann kann es eben auch Alarm spüren und dann wird es sich auch natürlich und spontan vorsichtig verhalten. As soon as a child is no longer able to say I'm scared, no longer says I'm nervous, no longer says I'm frightened, we know we're going to have problems with that child. Und wenn ein Kind nicht mehr in der Lage ist zu sagen, ich fürchte mich, ich habe Angst, ich bin nervös, dann können wir wissen, dann wissen wir schon, wir werden Probleme haben mit diesem Kind. So again, nature has a plan, a phenomenal plan. And if the alarm system was working properly, it would take care of so much problem behavior. Also der Plan der Natur ist eigentlich wunderbar und wenn das Alarmsystem richtig funktionieren würde, dann würde das ganz von selbst zu ganz viel gutem Verhalten führen. Now that moves us to the third trait. Damit kommen wir zur dritten Eigenschaft. Children must be able to feel the futility that they encounter. Kinder müssen in der Lage sein, Vergeblichkeit zu spüren, wenn sie ihr begegnen. Now, the term futility here means is that when they is anything that the child cannot change. Vergeblichkeit bedeutet hier alles, was das Kind nicht ändern kann. They cannot change reality. If they cannot change mom and dad's mind, they cannot change time. Sie können die Wirklichkeit nicht ändern, sie können die Ansicht ihrer Eltern nicht ändern, sie können an der Zeit nichts ändern. Others' decisions are out of their control. The weather is out of control. The impact of actions often is out of their control. Das Wetter und die Entscheidungen anderer und die Folgen ihres eigenen Handels manchmal. Whether mom and dad have another child is out of their control. Whether mom and dad are separating is out of their control. Ob Mama und Papa noch ein Kind bekommen, haben sie nicht unter Kontrolle. Ob sie sich trennen, haben sie nicht unter Kontrolle. So there are so many things that a child is up against that they cannot change. Also es gibt so viele Dinge, mit denen ein Kind konfrontiert ist, die es nicht ändern kann. And this is meant to give rise to a deep adaptive process in human beings. When we encounter futility, whatever we cannot change is meant to change and transform us. Und immer dort, wo wir Vergeblichkeit begegnen, also Dinge, die wir nicht ändern können, dann soll das eigentlich dazu führen, dass diese Dinge, die wir nicht ändern können, uns ändern. And this is nature's way. This is nature's inherent way of discipline. To be able, when we come up against that which we cannot change, that it transforms us instead and it prunes out futile behaviors. Und das ist die natürliche Art und Weise, wie die Natur eingerichtet ist, dass immer dann, wenn wir etwas nicht ändern können,
wir dann dadurch transformiert werden. Und auf diese Weise werden Verhaltensweisen, die nicht zu Erfolg führen, natürlich, auf natürliche Weise ausgemerzt. So if you're a gardener here, this is nature's natural pruning process. Also das ist praktisch der Ausmerzprozess der Natur, der Beschneidungsprozess. And one of the most important things with our children is they must adapt to not getting their way. Also die Kinder müssen sich daran adaptieren, dass es nicht nach ihrem Willen geht. Children who can't adapt to not getting their way, we call spoiled, or nowadays we call entitled. Also Kinder, die sich das nicht schaffen, sich daran zu adaptieren, die nennen wir verwöhnt. But they're unable to adapt to the circumstances beyond their control. They have to win all the time, be best at everything, be most important. And they simply can't handle not getting their way. Und diese Kinder können einfach nicht damit fertig werden, wenn es nicht nach ihrem Willen geht. Sie müssen immer gewinnen, sie müssen immer der Beste sein, sie müssen immer die Kontrolle haben. Nature had a plan here as well. Auch hier hatte die Natur eigentlich einen Plan. And we find that our brains are very much like a maze. Und wir stellen fest, dass unser Gehirn sehr viel mit einem Irrgarten gemacht hat. Now John Locke said that the only thing that we remember that we learn is when it leads to right results. John Locke hat gesagt, das Einzige, wie wir uns Ergebnisse merken oder Dinge merken, die wir lernen müssen, ist über die richtigen Ergebnisse. And so the idea of reward and reinforcement came from John Locke's work. Also aus seiner Arbeit ist daher die Idee gekommen der Verstärkung und der Belohnung. But we find that's not the way the brain is built. The brain rather is full of all kinds of possible connections. And when it's up against a wall of futility, when it's up against that which it cannot change, that and that futility is felt. That's when the particular line of action, the particular channel, the particular behavior is pruned out. In Wirklichkeit funktioniert das Gehirn aber ganz anders. Das Gehirn steckt voller möglicher Verbindungen und wenn es dann mit einer Vergeblichkeit, also einer Sackgasse konfrontiert ist, dann wird die Verbindung so gemacht, dass es weitergeht und diese Sackgassenmöglichkeit wird praktisch fallen gelassen. It used to be thought that the bigger brain, the smarter you were. Und man hat früher gedacht, je größer das Gehirn ist, umso klüger ist der Mensch, dem es gehört. And then we studied Einstein's pickled brain and found that it was embarrassingly small. Und dann hat man das Gehirn von Einstein untersucht und es war peinlich klein. And then we studied human brains, gender differences, and we found that females had smaller brains than males. Und dann hat man die Gehirne vieler Menschen untersucht, Männer und Frauen, und festgestellt, Frauen haben die kleineren Gehirne. So in Harvard University, they wouldn't let females into university in the 1930s and 40s because their brains were too small. Also in den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts hat man dann Frauen in einigen Universitäten nicht zugelassen, weil man fand, ihr Gehirne sind zu klein. But now the joke is on us males, because we find that that size does matter, but not the way you thought. Aber jetzt haben wir den schwarzen Peter als Männer, denn wir haben inzwischen festgestellt, ja, die Größe spielt eine Rolle, aber nicht so, wie wir dachten. That again, the brain is full of all kinds of possibilities, but it's what is pruned out that creates efficiency in the brain and that makes it much smarter. Also wir haben festgestellt, das Gehirn ist eben voller Möglichkeiten, aber das, was ausgemerzt worden ist, das sagt etwas über die Effizienz aus und je mehr ausgemerzt worden ist als unmöglich, umso effizienter und klüger sind wir. So we mustn't be surprised if in 20 years there will be all women who rule this world. Also müssen wir nicht überrascht sein, wenn in 20 Jahren lauter Frauen die Welt regieren. But the point is, how do we activate this process? How do we activate this process of what we now call neuroplasticity, of the brain being and nature being able to have its way with the child? Pruning out the things that do not work. Also dieses Ausmerzen der Dinge, die nicht funktionieren, nennt man Neuroplastizität. Und die Frage ist eben, wie aktivieren wir diesen Prozess? Now I bring you back to the parent who says to a child, I've told you 1,000 times not to do this. Also kommen wir mal zurück auf den Elternteil, der seinem Kind sagt, ich hatte 1,000 Mal schon gesagt, du sollst es nicht machen. There's a brain that's stuck. Da ist ein Gehirn, was stecken geblieben ist. There's a brain in which no adaptation is occurring. Da ist ein Gehirn, was Vergeblichkeit nicht registriert. What is happening? Was geschieht da? We come up against the wall of futility. Something doesn't work, shouldn't work, can't work. Most discipline is an encounter with futility. This is what it is meant to be. What is supposed to happen here?
Also, was passiert hier? Wir sehen an dem Pfeil, da ist eine Vergeblichkeit, irgendwas funktioniert nicht. Und mit den meisten disziplinarischen Maßnahmen ist es ja so. Well, if the futility sinks in, if it sinks in, that means if it's felt emotionally, nature has, we have been designed with an amazing body language, so adults could immediately sense this in their children. Also wenn diese Vergeblichkeit einsinkt und wirklich ankommt und das bedeutet, dass sie wirklich gefühlt wird, dann hat die Natur da eine wunderbare Körpersprache entwickelt. And traditional cultures actually, this was the key issue of discipline for them, so that they could see that the child felt the futility of a particular endeavor. Und in der traditionellen Erziehung war das ein wichtiger disziplinarischer Faktor, dass Eltern sofort sehen konnten, wenn bei ihrem Kind die Vergeblichkeit angekommen war. So we have discovered that when futility is felt emotionally, the child in a sense realizes that he can't change mommy's mind. As she said no, he's up against that which cannot be changed. The amygdala, the command center of the limbic system, sends signals to the lacrimal glands and the eyes water. Also das funktioniert so, wenn das Kind dann wirklich die Vergeblichkeit fühlt und merkt, oh, ich kann Mamas Meinung nicht ändern, da ist Vergeblichkeit, dann wird es in der Amygdala, im emotionalen Kommandozentrale des emotionalen Gehirns gefühlt und das sendet dann Signale an die Tränendrüsen und dann kommen die Tränen. That's an amazing trick of nature. Das ist ein wunderbarer Trick der Natur. Now we can cry to other things, we can cry to onions and to pain. Also wir können auch aus anderen Gründen weinen, beim Zügelschneiden oder auch wenn wir Schmerzen haben. We can cry to upset, we can even cry to joy. Wir können aus Wut weinen oder sogar aus Freude. But these tears are so significant. What it means is instead of the child trying to work and all the nervous system, what we call the sympathetic nervous system, to make something work, it is when the brain changes gears and goes from the psychology of work to the psychology of rest, the parasympathetic nervous system. Child goes. And the tears are tears of letting go. The tears are tears of, in a sense, resting from that which doesn't work. Also was da eigentlich dann passiert ist, wenn das, die Vergeblichkeit noch nicht angekommen ist, dann ist das gesamte System des Kindes darauf gerichtet, noch Änderungen zu bewirken. Und wenn es dann irgendwann merkt, nein, das geht nicht, dann schaltet das gesamte Gehirn um in einen anderen Zustand der Entspannung und oh, es geht nicht. Und dann werden diese Tränen aktiviert. This discipline process, natural discipline process, is the key to human transformation. It is the process of coming to the still point of something must end before something else begins, that we have winter before we have spring. And if you're from a religious frame of mind, that the crucifixion comes before the resurrection. Also das ist ganz entscheidend, dieser Nullpunkt, dieser Umschaltpunkt. Und dass wir eben Winter haben müssen, bevor Frühling kommt und wenn wir das religiös betrachten, Kreuzigung vor der Auferstehung, dass einfach immer da ein Nullpunkt dazwischen ist. This is a remarkable process. And when culture was support and culture evolved in synchronization with human nature, there was this implicit understanding that children need to have their tears, and that was part of the discipline process. Und in der Zeit, als die Kultur, die kulturellen Gepflogenheiten noch im Einklang waren mit der natürlichen Entwicklung, da war es Teil des Erziehungs- und Disziplinierungsprozesses, dass wir wussten, Kinder müssen, brauchen ihre Tränen. So this gave rise to ancient wisdom that was embedded in our origin of cultures, thousands, hundreds of cultures for thousands of years, that the encounter with futility is not over until the child has had his tears. Und das war daher in hunderten von Kulturen seit Jahrtausenden eingebettet, dieses Wissen, dass die Begegnung mit Vergeblichkeit erst dann wirklich vollständig ist, wenn das Kind zu seinen Tränen gefunden hat. Now parents didn't know why this needed to happen. It was just embedded in their culture. Die Eltern wussten früher nicht, warum das geschehen musste. Es war einfach in die Kultur eingebettet. So the Italian parent didn't know why that there was this instinct to make the child cry after the mother had said no or they're up against it, just they knew it needed to happen, just like the fat lady, the opera wasn't over until the fat lady sung.
Also eine typische italienische Mutter zum Beispiel, die wusste nicht, warum sie diesen Instinkt hatte, das Kind zu den Tränen zu führen, wenn es mit Vergeblichkeit konfrontiert war. Sie wusste nur, die Oper ist erst vorbei, wenn das passiert ist. So she said no to her three-year-old about something. And sie sagte nein zu ihrem Dreijährigen zu etwas. And the three-year-old kept on saying, no, mommy, mommy, change your mind. I want this to happen. I need this. Mommy, don't say no. Und das Kind, wenn es dann immer weiter kämpft und sagt, nein, Mama, bitte und mach das doch anders. And the Italian mother didn't have time to argue. Swiss love to argue, but the Italian mother didn't like to argue. Die italienische Mutter hatte vielleicht nicht so viel Zeit zum Argumentieren. Die Schweizer argumentieren ja sehr gerne, aber sie hatte dazu keine Zeit. The Swiss and the Germans have wonderful big cerebral cortexes, the thinking part of the brain, right? And so when a child says, you know, why can't I have a cookie? Swiss and German people say, because it will spoil your appetite. Und die Deutschen und Schweizer haben wunderbare Großhirnrinden, die sie sehr gerne benutzen. Und deswegen argumentieren sie so gerne. Wenn das Kind sagt, warum darf ich noch einen Keks haben, dann sagen sie, ja, das verdirbt dir den Hunger aufs Mittagessen. Italian mothers don't have any such complications. Und die italienische Mutter hat nicht solche Komplikationen. The Italian mother knows intuitively, if she's close to her culture, that the only thing important is that this child now has his tears. Und die italienische Mutter weiß intuitiv, das Einzige, worauf es hier ankommt, ist, dass das Kind zu seinen Tränen findet. And so if the argument is taking too long and she has pasta to make and other mouths to feed, und wenn also dieser Streit zu lange dauert und sie noch die Nudeln machen muss, she just helps it along a little bit, dann hilft sie einfach ein bisschen nach. And so this has been the way of traditional cultures for thousands of years. So war es in traditionellen Kulturen für Jahrtausende. And so now you're looking at me. Are you saying that it's okay to spank a child? Und jetzt guckt ihr mich alle an und sagt, wollen Sie damit sagen, dass es okay ist, ein Kind zu hauen? Surely, if you say it, you're the only developmental scientist in the world who does. Und wenn ich das sagen würde, wäre ich der einzige Entwicklungspsychologe auf der ganzen Welt, der das sagt. And no, I am not saying that. Und das sage ich damit nicht. I am saying that it makes sense. Ich sage nur, man kann es verstehen. So hat es funktioniert. I am saying that when we were in our cultures of origin, there was a deep understanding, just like there is in the wisdom literature of the Judeo-Christian sacred writings. Ich sage nur, dass es in den traditionellen Kulturen diese eingebaute Weisheit gab, so wie es auch in der Bibel drin ist. You all know this saying in the wisdom literature. That spare the rod and spoil the child. Also dieses, wer den Knaben liebt, schont der Rute nicht und diese Dinge. What is it saying? Unfortunately, the words are rather ambiguous. It's not sure whether the rod is a shepherd's staff or a king's decree. I just acoustically did not get what you said. You see, unfortunately, the words in that saying are rather ambiguous in the original languages. Ah. We don't know whether the rod is a shepherd's staff or a king's decree. Ah, okay. Also leider sind diese Worte im Originaltext über die Rute und so weiter sehr zweifelhaft. Wir wissen nicht genau, geht es da um einen Hirtenstab oder geht es um einen Königszepter? But whether it's a shepherd's staff or a king's decree, it stands for a futility that is encountered. Aber in jedem Fall, egal was damit genau gemeint ist, es geht um eine Vergeblichkeit, um eine Begegnung mit Vergeblichkeit. In other words, it's saying that as parents, we must act responsible as agents of futility for our children, saying no when we don't believe that things are in the best interest. Mit anderen Worten, unsere Aufgabe und Verantwortung als Eltern ist es, den Kindern die Konfrontation mit Vergeblichkeit zu ermöglichen. But what isn't said there, and what had been known in that culture, just like it is known in the cultures of origin, is that this encounter for futility was to be joined by a sense of sadness, disappointment, tears. Was aber in diesen Bibelsprüchen nicht ausgesprochen ist und was einfach in diesen Kulturen aber enthalten war, das ist, dass diese Tränen zusammen sein müssen mit der gefühlten Trauer. And this is the essential truth of the spanking. It wasn't in the spanking. It wasn't about learning consequences. It wasn't about teaching a child a lesson. It was simply a catalyst for the tears of futility. Und das war der eigentliche Sinn früher mal bei den Ohrfeigen. Da ging es nicht darum, dem Kind eine Lektion zu erteilen, sondern es ging darum, es zu diesen Gefühlen und zu den Tränen zu führen. In the 1970s, a book was written
by an Austrian, Rudolf Peipers, that changed parenting all over the Western civilization. And in that, that book is simply called Discipline Without Tears. In den 70ern wurde von einem Österreicher ein Buch geschrieben, das heißt im Wesentlichen Erziehung ohne Tränen oder Disziplin ohne Tränen, und das hat ganz, ganz viel verändert. And in that book is introduced the alternative, which is what was called logical consequences. Und er führt in diesem Buch die Alternative ein, nämlich logische Konsequenzen, so wird das genannt. Tears are a matter of the heart, the limbic system, the emotional adaptation process. Und die Tränen sind eine Angelegenheit des Herzens, des limbischen Systems, des emotionalen Systems. Rudolf Peipers, like John Locke, knew nothing about this and moved it all to the cerebral cortex, the thinking. And he thought that if he could link cause and consequence, then we could change the behavior of children. Und darüber wusste dieser österreichische Autor überhaupt nichts. Er dachte, es ginge darum, dass das Kind mental versteht, dass es dann unangenehme Folgen hat. Und wenn es das verstehen würde, dann würde es sein Verhalten ändern. It turns out from neuroscience that we now know he was absolutely wrong. Discipline is a matter of heart. Discipline is a deep emotional process. It must touch our feelings. If it touches a child's feelings, then a deep change occurs. Die Neurowissenschaft weiß heute, dass er damit absolut falsch lag, weil Disziplin ist eine Angelegenheit des Herzens. Es muss unsere Gefühle erreichen, sonst bewirkt es überhaupt nichts. It turns out that tears are absolutely essential part of the process, at least tears on the inside, in terms of sadness and disappointment. Und es hat sich auch herausgestellt, dass Tränen absolut unerlässlich sind für diesen Prozess, zumindest Tränen auf der inneren Seite, also innerliche Tränen, also dass man wirklich die Trauer fühlt. So when a parent says, I told you 1,000 times not to do that, it demonstrates that both parents and children have not had their tears. Also wenn ein Elternteil zu seinem Kind sagt, ich habe dir schon 1,000 Mal gesagt, das nicht zu tun, dann zeigt das, dass sowohl die Eltern als auch die Kinder noch nicht zu ihren Tränen darüber gefunden haben. Neither are adapted to the circumstances that are not working. Und keins von ihnen sich adaptiert hat an die Umstände, die nicht funktionieren. They are doing the same thing over and over again that does not work. Denn sie machen dasselbe immer und immer wieder, obwohl es nicht funktioniert. So does this mean that we return to the spanking? Also, sollen wir jetzt zu den Ohrfeigen zurückkehren? This was a primitive means when there was no conceptual understanding. Das war ein primitives Mittel, als es noch kein Verständnis gab. It had to have all kinds of cultural support. Es musste alle Art von kultureller Unterstützung haben. Today, if you spanked your child, your neighbor could see you, and for them, it would be an excuse to hit their child when they're frustrated. Und wenn wir heute unser Kind schlagen und der Nachbar sieht es, dann hätte er den Eindruck, wir würden das benutzen, weil wir frustriert sind. 27 countries have outlawed it, and for very good reason. 47 Länder haben das Schlagen, physische Gewalt gegen Kinder bereits verboten, aus einem sehr guten Grund. Too many people were using it to attack their, using it as an excuse to attack their children. Zu viele Leute haben es benutzt als Entschuldigung, um ihre Kinder anzugreifen mit Aggression. But instead, pediatricians gave the two solutions that were supposed to take their place. Consequences and timeouts, without ever realizing, as we'll look at after, that these actually were more risky than the spanking was. Und die Kinderärzte haben dann zwei Alternativen in der Erziehung angeboten statt dem Schlagen, nämlich Auszeiten und Konsequenzen, ohne zu sehen, was wir heute wissen, dass das noch gefährlicher ist. So we've taken a terrible wrong turn. Also wir sind da vollkommen auf dem falschen Weg. And what we need to understand, when we can understand how important it is to, we know, we not only need to be agents of utility in our children's of life, our children's lives, but we need to be able to collect the sadness, the tears that needs to be part of that process. Und was wir verstehen müssen, ist eben, dass wir nicht nur die Vermittler der Vergeblichkeit sein müssen für unsere Kinder, sondern auch die Tröster, die die Tränen der Trauer einsammeln. This would allow nature to do its work with the child, to do its work with the child's brain.
Und das würde es der Natur ermöglichen, ihre Arbeit mit dem Gehirn des Kindes zu tun. So where does this come from? Again, a child must have a soft heart to be able to find their tears. If there's any fight from vulnerability, if a child can't say they're scared, they'll have lost the tears of sadness as well. Und das kann eben passieren, wenn das Herz des Kindes weich genug ist, um Trauer und Enttäuschung spüren zu können und sagen zu können, ich fürchte mich, und dann ist es eben weich genug. And children also need to have somebody that they feel free to cry with. There needs to be comfort, and this too is a matter of relationship. We only feel free to have our tears with someone that we are attached to. Und was sie außerdem brauchen, ist eben der Trost, der nötig ist, um die Vergeblichkeit fühlen zu können. Und das, wir können nicht uns bei jedem ausweinen, wir können uns nur ausweinen bei jemandem, an dem wir eine tiefe Bindung haben. So this is the key issue in spoiling. Not in loving a child too much. You can't love a child too much. Not even in making things work for a child. But failing to be an agent of utility when it is called for and to be able to help a child find his sadness and disappointment about what he cannot change. Also bei dem Verwöhnen, vor dem wir so viel Angst haben, geht es nicht darum, dass man ein Kind zu viel liebt, das ist gar nicht möglich, oder dass man ihm zu viel versucht, die Dinge für das Kind funktionieren zu lassen, sondern es geht darum, dass wir es nicht schaffen, es mit ihm die Vergeblichkeit zu vermitteln. Dann verwöhnen wir es. Too many of today's parents are so afraid of upset, so concerned of being able to make things work for children, that they are simply not saying no when they need to, being agents of utility in a child when they should be. Und so viele Eltern heute haben einfach so große Angst vor der Aufregung und den Tränen des Kindes und sind so darum besorgt, es dem Kind alles richtig die richtigen Bedingungen zu bieten, dass sie es versäumen, dann wirklich Nein zu sagen, wenn es nötig ist. It's not when a child loses a game that teaches them that they can handle losing. It's when a child feels the sadness about not being able to win, that the brain realizes they can survive this. They don't have to be best. They don't have to be first. They don't have to win everything. And that is what builds resilience and adaptation. Also das Kind reift nicht einfach nur daran, wenn es zum Beispiel ein Spiel verliert, sondern der Reifungsprozess liegt darin, dass das Kind die Trauer und Enttäuschung fühlt und seine Tränen darüber findet und dann merkt, ich kann das überleben, ich muss gar nicht immer gewinnen, ich muss gar nicht immer der Beste sein und trotzdem geht es weiter. Das ist der Reifungsprozess. And too many of today's parents do not finish their business when arranging an encounter with futility. They try to convince the child to think differently, to not be upset, to be able to get the child to understand the reasons for the parent's behavior, instead of realizing that this is simply the child needs to feel sad about what didn't work or couldn't work, about not getting their way. Und das ist das Hauptproblem heute bei vielen Eltern, dass sie diese Begegnung mit Vergeblichkeit nicht richtig zu Ende führen, sondern die ganze Zeit versuchen, das Kind zu überzeugen mit mentalen Argumenten, dass es den Standpunkt der Eltern verstehen soll. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass das Kind die Trauer fühlen muss. And we'll come back to this afternoon, so we'll actually give some ideas about how to do this. Und wir kommen darauf heute Nachmittag noch zurück und auch einige Ideen, wie wir es tun können. Now I'm going to call Heinz up, Heinz Etter up also, to Heinz Etter kommt give us some vorne und instructions. Einige Ankündigungen und my stomach says that it's no longer time to talk. It's mein Magen sagt, es ist jetzt keine Zeit mehr zum Reden, sondern für was anderes. Thank you. Vielen Dank.